Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls du gerade neu auf mich gestoßen bist, hi, ich bin Vicky Lash, Make-up-Artist und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Beauty und Make-up. Heute dreht sich das ganze Thema aber mal um meine Haare. Ich habe mir nämlich vor einigen Monaten ein extrem teures Gerät gekauft. Wie es ja schon im Titel gelesen hat, dreht sich heute alles um den Dyson Airwrap. Dieses Video war schon so lange angefragt und ich weiß, ich bin schon relativ spät dran, aber gleich vorweg, man muss wirklich lange nachdenken darüber, ob man sich dieses Ding zulegt, weil es eben schweineteuer ist. Das ist absolut absurd und ich finde es, ich muss es gleich vorweg sagen, das ist wirklich extrem teuer. Aber was ich jetzt dazu sage, wie nach 3 Monaten mein Fazit vom Dyson Airwrap ist, wie ich ihn verwende, da gibt es nämlich ganz viele unterschiedliche Tipps und Tricks, verschiedene Ansätze, wie man das Ding einfach verwenden kann. Das zeige ich euch in diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Abonniert gerne meinen Kanal kostenlos und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was der Dyson Airwrap überhaupt beinhaltet, wie jedes einzelne Teil ausschaut. Dann werde ich euch zeigen, wie ich meine Haare, so wie ihr schon sehen könnt, mit dem Dyson Airwrap föhne, also wie ich das genau mache. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Worte von mir, was ich darüber denke. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt gleich an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner Dyson Airwrap Review. So, oh, also erstmal mega schwer. Das Ding hat sicher einige Kilo. Kommt in dieser Verpackung. Also wie gesagt, ich habe mir den Dyson Airwrap Complete gekauft. Da sind verschiedene Aufsätze drin. Eigentlich alle Aufsätze sollten drinnen sein, die der Dyson Airwrap so bietet. Also alleine die Verpackung ist schon mal wirklich wunderschön. Das ist in so einer Lederbox. Hier oben steht Dyson, ganz klein eingestanzt. Ist sehr hochwertig, aber ich denke mir, ja, für den Preis ist es eigentlich ganz gut, dass das Ding auch so ein bisschen hochwertig ausschaut. So, dann schauen wir mal hier rein. Hier ist dieser kleine Verschluss mit einem Magneten drauf. Das geht ein bisschen streng. Haben wir hier so eine Samtinnenbox und hier ist so ein kleiner Deckel drinnen. Auch nochmal so ein Lederdeckel, steht auch nochmal Dyson drauf und den kann man jetzt einfach so wegnehmen und dann haben wir hier den Dyson Complete. Also hier haben wir den Dyson an sich. Der liegt in so einem kleinen Einsatz drinnen, den man hier rausnehmen kann. Und hier drinnen liegt der Dyson mit dem kompletten Kabel. Das Kabel ist meiner Meinung nach super perfekt von der Länge her. Also ist wirklich um einiges länger, als ich es mir gedacht habe und auch erhofft hätte. Was super praktisch ist, wenn die Steckdose mal wirklich weiter weg ist. Das ist so ein bisschen kompliziert jetzt euch da auf dem Video zu zeigen, weil ich da alleine herumhantiere mit diesem schweren Ding. Auf jeden Fall ist der Einsatz dann hier so drinnen. Das schaut super aufgeräumt aus. Zum Gerät selber. Ich war extrem erstaunt, als ich ihn aufgemacht habe, weil die ganze Box ja doch recht schwer ist. Ich habe mir ganz genau vorgestellt, wie schwer dieses Ding sein sollte. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das Ding ist so ein schweres, hochwertiges Ding einfach. Und dann, als es bei mir ankam und ich den zum ersten Mal rausgenommen habe, war ich so, oh, den kann ich ja so mit 2 Fingern halten, das ist ja irre. Also er ist wirklich leicht, das ist ein echtes Fliegengewicht, habe ich einfach nicht erwartet. Das Design ist, so wie man es bei Dyson kennt, sehr schlank, sehr schön. Das ganze Teil ist aber ein Plastikteil. Ich weiß nicht warum, eigentlich fast logisch, weil auch mein Dyson Staubsauger zum Beispiel ist einfach ein riesen Plastikteil. Aber das Rohr von dem Dyson Staubsauger ist ja aus Metall. Und irgendwie dachte ich, dass das ein Metallteil ist. Falsch gedacht ist es nicht, das ist einfach komplett aus Plastik. Ja, wie soll ich diese Teile beschreiben? Das steht auf der Dyson-Website eigentlich super schön beschrieben. Ich gehe es nur mal ganz kurz durch. Hier ist dieses Kabel, das sich natürlich rundherum drehen lässt. Das ist sehr leichtgängig, also das finde ich schon mal extrem schön. Dann hat man hier ganz easy und fast selbstverständlich und selbsterklärend die Bedienung. Wir haben hier einmal den Ein-Aus-Knopf und dann gibt es noch auf diesem Ein- und Ausschaltknopf eine zweite Einstellung, nämlich den Schieber ganz nach oben zu schieben und zu halten. Das ist der sogenannte Cool Shot, den man dann verwendet, wenn zum Beispiel kalte Luft
für einen kurzen Moment aus dem Gerät blasen soll. Dann haben wir hier die Einstellungen für die Ventilatorstärke, das heißt leicht blasen oder wirklich starke Föhnstufe. Und hier haben wir dann noch den Temperaturregler, wobei ich ganz gerne einfach in einer mittleren Temperatur bleibe. Also soweit mal zu dem Gerät. Und hier hinten gibt es dann noch diesen einen Knopf, der dafür da ist, um die Aufsätze einfach zu wechseln. So, dann komme ich mal zu den verschiedenen Aufsätzen, die der Dyson Airwrap Complete beinhaltet. Wir haben erstens einmal diesen Föhnaufsatz. Das ist so quasi die Mini-Version von diesem klassischen Dyson-Föhn, den wahrscheinlich eh schon alle von uns kennen. Ihr werdet den heute auch noch in der Anwendung sehen, den Föhnkopf. Dann haben wir zwei verschiedene Bürsten. Da ist eine so eine Smoothing-Bürste für glatte Haare, eine andere ist so zum Detangling. Ganz ehrlich, ich habe sie natürlich schon probiert, aber dieses Tutorial wird sich nicht um diese Bürsten drehen, da seid ihr falsch. Wir reden heute von diesen großen, voluminösen Lockenfrisuren. Auf jeden Fall habe ich beide schon probiert. Ja, da kommt warme Luft raus. Ja, man kann die Haare glatt machen. Aber dadurch, dass ich sowieso glatte Haare habe, liegt da bei mir der Fokus nicht drauf und die sind eigentlich komplett neu und ungebraucht. Dann kommt der Dyson Airwrap Complete. Oh mein Gott, das sind so viele Haare drin von mir. Mit dieser Rundbürste hier. Ekelhaft. Die Rundbürste habe ich schon einige Male verwendet, wenn ich so ein bisschen Volumen nur aufführen möchte, ganz easy. Dann verwende ich die hier. Die ist aber jetzt in letzter Zeit auch länger schon in dem Dyson-Paket drinnen und ich verwende sie seltener, weil ich einfach mit den Barrels, die jetzt kommen, super gut zurechtkomme. Und zwar gibt es dann diese Barrels, die ich euch gleich im Laufe des Videos noch ein bisschen genauer und detaillierter erklären möchte. Da gibt es einmal diese dicke Stärke und dann diese dünne Stärke, je nachdem wie groß die Locken sein sollen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jetzt schon erraten könnt, mit welcher Größe ich meine Wellen heute gemacht habe. Ich bin gespannt, ob es wer von euch errät. Auf jeden Fall sind diese kurzen Barrels mit dabei. Die habe ich auch anfangs wirklich immer verwendet. Und dann habe ich mir die Long Barrels gekauft und war ein bisschen angepisst, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich den Dyson Airwrap mir zugelegt habe, die Long Barrels nicht in dem Paket gab. Das heißt, die habe ich mir nochmal zusätzlich um, ich glaube nochmal 80 Euro oder so, diese Barrels kaufen müssen. Die sind jeweils immer zu zweit, also ihr bekommt die immer als Paar, weil sie in verschiedene Richtungen die Luft gehen lassen. Der Dyson Airwrap ist ja deshalb so bekannt geworden durch den sogenannten Coanda-Effekt. Da ist auch sogar ein Patent drauf, weil Dyson hat das irgendwie erfunden, dass das Haar sich mit Luft sog, um diesen Barrel legt, also um diesen Aufsatz drumherum legt. Es ist voll crazy, wie ich es das erste Mal verwendet habe, war ich auch so, wow. Ihr werdet das auch gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist eigentlich recht easy, wenn man wirklich damit arbeitet und wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Und da wären wir auch schon bei einem Punkt, den ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, wie ich mir die ersten Reviews angeschaut habe hier auf YouTube, nämlich, dass mit dem Dyson wirklich geübt werden muss. Also ich würde sagen, dieses Aufstecken und das Bedienen an sich ist recht intuitiv, aber wie das Ganze funktioniert, wie die Haare liegen müssen, damit man auch so einen schönen Lifting-Effekt bekommt und so weiter. Das ist, macht einfach die Übung und das Experimentieren. Also ganz ehrlich, ich habe locker 6 Wochen gebraucht, bis ich für mich eine gute Routine gefunden habe. Dadurch aber natürlich mich auch auf diese Barrel-Aufsätze versteift und die anderen Aufsätze ein bisschen so auf die Seite geschoben. Die kommen dann irgendwann vielleicht mal zum Einsatz. Aber es hat definitiv wirklich länger gedauert und ich kenne meine Haare sehr gut. Ich habe meine Haare immer schon mit Glätteisen, Lockenstäben und so weiter gestylt. Aber der Dyson Airwrap, man muss üben damit. Das ist jetzt nichts, was auf Anhieb super gut funktioniert. Und ich war echt, ich muss sagen, die erste Woche so richtig fast enttäuscht, weil ich mir dachte, wow, das Ding kostet fast 600 Euro und dann schaut das furchtbar aus und bin ich jetzt zu blöd oder, weil ich kenne meine Haare eigentlich sehr gut und ich kann super damit umgehen, aber ich würde sagen, für jemanden, der irgendwie so Anfänger ist, das ist nichts für jemanden, der seine Haare überhaupt nicht im Griff hat oder man borgt sich den irgendwo mal aus, vielleicht hat ihn jemand schon, dass man das wirklich mal üben kann und sich anschauen kann.
weil es ist schon eine Investition, man muss das wissen und ich werde euch auch gleich erzählen dann zum Schluss von meinem Video, ob es sich für mich gelohnt hat. Aber ja, so viel sei mal verraten, diese ganzen easy Tutorial Videos, die man hier auf YouTube finden kann, sind nicht so easy, wie sie ausschauen, weil da heißt es wirklich einige Wochen davor üben. Ich drehe dieses Video auch gerade genau 3 Monate, nachdem ich mir den Dyson Airwrap zugelegt habe. Ich wollte nicht sofort ein Video und ein Unboxing und ein Haul und ein Review damit machen, weil ich das Ding einfach noch nicht im Griff hatte. So viel mal zu dem Inhalt von dem Dyson Airwrap Complete. Es gibt mittlerweile die Long Version, also alle, die ein bisschen längere Haare haben, würde ich euch auf jeden Fall die Long Version, also von den Barrels her, empfehlen. Die gibt es jetzt mittlerweile auch schon. Wie gesagt, ich habe alle Aufsätze jetzt, die bei dem Ding dabei sind. Ansonsten freut es mich riesig, dass ihr jetzt noch dabei bleibt und euch den Anwenderteil mit dem Dyson Airwrap anschaut. Ich gehe jetzt mal Haare waschen, quasi ich war schon Haare waschen und wir sehen uns gleich mit nassen Haaren. So, dann geht's mal los. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, habe frisch Haare gewaschen und jetzt zeige ich euch auch, was ich für Produkte verwende. Das heißt, ich habe komplett nasse Haare noch. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann mag ich es ganz gern, die Haare ein bisschen Luft trocknen zu lassen, damit ich mit dem Dyson mir dann später ein bisschen leichter tue. Auf jeden Fall beginne ich immer mal mit so einem Leave-In-Conditioner. Dadurch, dass ich ja so blondierte Strähnchen habe, sind meine Haare immer ein bisschen strohig. Und daher verwende ich von Aveda das Damage Remedy. Davon brauche ich immer nur ganz wenig. Das ist so eine ganz flüssige Creme. Und die verteile ich jetzt erstmal so in meinen Längen und Spitzen. Das ist gleichzeitig auch mein Hitzeschutz. Und jetzt kommt so das wichtigste Produkt, das ich verwende, wenn ich mit dem Dyson Airwrap arbeite, nämlich ein Föhnschaum. Ich verwende den Volume Schaumfestiger von John Frieda. Wenn ich den Föhnschaumfestiger nicht verwende, dann habe ich ganz schnell bemerkt, dass meine Frisur wirklich nur ein paar Stunden hält und sich die Locken relativ schnell wieder aushängen. Mit dem Föhnschaum halten sie aber bei mir zumindest sicher 2-3 Tage richtig schön. Also verwende ich hier mal immer so eine gute Menge und den Föhnschaum verteile ich bei mir immer so am Ansatz. Überall dort, wo ich ein schönes Lifting haben möchte, dass die Locken auch gut halten. Und mit dem Rest, den ich noch auf den Händen habe, gehe ich so einmal komplett über die Haare drüber. Als nächstes muss ich mal die Haare richtig gut antrocknen. Und das brauche ich nur so ganz easy einfach draufklicken, draufstecken. Und ich trockne jetzt mal meine Haare so, ich würde mal sagen, so 2/3 wirklich trocken. Und ich föhne meine Haare meistens über Kopf vom Ansatz weg, damit sie da wirklich schon einmal das Volumen und das Lifting bekommen und dadurch die Frisur später auch viel länger noch hält. Gehe hier einfach jetzt mal auf die wärmste Stufe und schalte den Dyson ein. So, also die Haare sind jetzt fast ganz trocken, also noch so 1/3 leicht feucht in den Längen. Aber das Ganze hat jetzt wirklich nur ein paar Minuten gedauert. Und normalerweise, wenn ich meine Haare mit einem normalen Haarföhn föhne, brauche ich sicher 10, 15, manchmal sogar 20 Minuten und der hat richtig Power. Und noch ein Grund, warum ich die Haare fast ganz trocken föhne, ist, die Haare sollte man im nassen Zustand auf gar keinen Fall durchbürsten oder kämmen, weil die Haare im nassen Zustand sehr elastisch sind und schneller brechen und reißen können. Und trotzdem muss man sie aber kämmen oder durchbürsten, bevor man mit dem Airwrap eine Frisur macht. Ansonsten ist das Ganze sehr, sehr frizzy. Das ist auch der Grund, warum ich vorher schon so einen Leave-In-Conditioner verwende, dass die Haaroberfläche einfach mal schön glatt ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze abteile. Ihr braucht dazu solche Clips oder Spangen. Ich verlinke euch die ganz gerne unten in der Infobox. Die sind super günstig, einfach von Amazon. Auf jeden Fall teile ich meine Haarpartien immer einmal so hinterm Ohr ab, sodass ich mal hier unten eine Sektion habe. Jetzt kann ich die untere Partie der Haare einmal gut durchbürsten. Ganz wichtig, immer von unten nach oben bürsten, damit ihr euch wieder nicht die Haare ausreißt oder dass die brechen. Vor allem bei so Fake-Blondinen wie bei mir recht wichtig. Und dann schaue ich immer, wie trocken oder wie nass meine Haare hier hinten noch sind, weil es kann ganz oft sein, dass hier am Unterkopf einfach die Haare noch ein bisschen zu feucht sind. Dann trockne ich sie nochmal 1 Minute kurz an. Und dann wechseln wir den Aufsatz. Dazu gibt es hier auf der Rückseite des Geräts einfach so einen kleinen Schieber. Den drücke ich nach unten
und dann kann man den ganz leicht einfach rausnehmen, den Aufsatz. Beim Dyson Airwrap Complete gibt es ja zwei verschiedene Größen von diesen Barrels. Einmal die kleine Größe, ich blende euch gleich mal den Durchmesser hier ein. Und das ist der große für so richtig große Beach Waves. Ich weiß nicht genau, es hängt bei mir immer irgendwie von der Stimmung ab, welche Größe vom Barrel ich verwende. Momentan verwende ich ganz gerne die kleinen, weil sich diese Waves sowieso beim Stylen, nachdem ich mit allem fertig bin, immer sehr schön aushängen. Wenn ich aber so ein großes Volumen haben möchte, dann verwende ich gerne die dickeren Barrels. Ich habe mir den Dyson Airwrap Complete mit diesen kurzen Barrels gekauft. So gab es ihn auch am Anfang. Und dann bin ich durch Zufall drauf gekommen, dass es auch Long Barrels gibt, nämlich für Leute mit langen Haaren wie mich. Ich habe nämlich hier immer schon das Gefühl gehabt, oh Gott, wenn ich die Strähnen herumwickeln lasse, dann ist es so ein richtig großer Backen und manchmal verfranst sich dann etwas und irgendwie, ja. Also jetzt mal nur im Vergleich, das sind die klassischen kurzen Barrels und das sind die Long Barrels und das macht schon einen riesen Unterschied, wenn ihr lange Haare habt. Dadurch kann ich wieder größere Passés oder größere Strähnen verwenden und muss nicht so lange warten, bis es wirklich durchgetrocknet ist. Der Dyson Airwrap funktioniert nämlich nur mit Luft und dadurch wickelt sich ja die Strähnen dann um dieses Barrel herum. Und ihr habt mehr Angriffsfläche, sage ich dazu, für das Haar. Und somit funktioniert es einfach schneller mit den Long Barrels als mit den kurzen Barrels. Und hier habe ich den Long Barrel auch nochmal in der dünnen Größe gekauft. Da gab es den aber nicht mehr in dem Pink. Und ich war zuerst unsicher, ist das jetzt irgendwie nur eine Limited Edition oder passt der dann wirklich auf meinen Airwrap drauf? Jetzt kann ich definitiv sagen, der Unterschied ist wirklich nur die Farbe. Das heißt, auch dieser andere Barrel, also dieser schwarz-lila Barrel, passt auf den Airwrap Complete drauf. Wir haben hier immer so eine Markierung drauf. Damit sieht man genau, in welche Richtung quasi der Luftzug, dieser Coanda-Effekt, dann funktioniert. Und ich zeige euch jetzt gerne mal den Unterschied zwischen Long und Short Barrel bei meinen langen unteren Haaren, damit ihr mal seht, wie das überhaupt funktioniert und was so der Unterschied ist. Und damit es euch vielleicht ein bisschen leichter fällt, euch zu entscheiden, ob ihr die kurzen oder die langen braucht für eure Haarlänge. Wir starten mal mit dem Short Barrel. Der zeigt jetzt nach rechts, das heißt, die Locke wird auch nach hinten gewickelt. Das muss man immer ein bisschen überlegen. Funktioniert genau gleich wie bei dem Föhnaufsatz. Einfach reinstecken, dann macht so ein kleines Klickgeräusch oder auch nicht. Manchmal ist es einfach nur leise. Genau. Aber wenn er fest sitzt, sitzt er fest. Das hat mich so ein bisschen verwundert, dass es nicht ein bisschen fester gearbeitet ist. Also das ist alles aus Plastik und nicht irgendwie aus Metall oder so. Was einerseits natürlich gut ist und schonend für eure Haare, weil es keine Metallteile gibt, die sich da stark erhitzen können. Andererseits finde ich es ein bisschen, ja, nicht so stabil, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, nehme ich mir mal eine Strähne her. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie dick die Strähnen sind. Ich kann euch eigentlich auch gar nicht sagen, ich mache das so nach Gefühl. Ich finde es immer ganz wichtig, nochmal durchzukämmen, dass die ganze Strähne auch schön glatt ist. Und dann versuche ich die Strähne auch relativ glatt zu halten, weil ich habe das Gefühl, dass wenn er sich so rollend drüber legt, also so eingedreht drüber legt, wird die Locke nicht so schön groß. Ich habe das Ganze gerne mal so in der mittleren Hitzestärke, aber auf der stärksten Luftstärke. Und ihr werdet das jetzt gleich sehen, es ist Rocket Science. Ich habe es gar nicht glauben können, wie das funktioniert. Er wird sich jetzt quasi das Haar selbstständig rundherum wickeln und das ist dann dieser berühmte Coanda-Effekt. Das heißt, ich halte mal die Strähne so ein bisschen in der Mitte fest. Und gehe mit dem Dyson Airwrap an die Spitze, dann schalten wir mal ein. Und dann merkt man schon, wie der... Und dann lasse ich hier aus und gehe langsam zum Kopf. Ausschalten und dann einfach nur die Locke so runterziehen. Das ist jetzt die erste Locke und ich lasse die aber auch genau so, wie sie jetzt ist und greife sie eigentlich gar nicht mehr an. Wichtig zu wissen, habe ich vorher gar nicht erwähnt, ich halte das mit dieser mittleren Wärmestufe einfach mal so 5 bis 10 Sekunden und wenn ich merke, dass das Haar trocken ist, man kann nämlich auch drauf greifen, es ist wirklich nicht heiß, dann gebe ich so einen Cool Shot. Das ist einfach nochmal kalte Luft, um die Locke zu festigen und damit sie auch noch ein bisschen besser hält. Jetzt zeige ich euch mal das Ganze mit dem Long Barrel. Achtung, ich muss wieder schauen in die richtige Richtung.
Dann schaue ich, dass die Strähne wieder schön glatt ist. Halte sie wieder unten drunter. Dann auflocken lassen, 10 Sekunden warm und dann nochmal 5 Sekunden mit dem Cool Shot nach oben drücken. Achtung! Tada! Und das ist die zweite Locke. Also man sieht jetzt nicht wirklich einen großartigen Unterschied, außer dass diese sich schon langsam aushängt. Das ist ganz wichtig, einfach wirklich die Locke so zu lassen, wie sie ist. Ich muss sagen, für die unteren Haare ist der kurze Aufsatz jetzt gar nicht so unpraktisch. Für die oberen Haare werdet ihr dann sehen, dass ich auf jeden Fall den langen Aufsatz brauche. Ich zeige euch jetzt aber den Unterschied, wie die Locke zum Beispiel noch aussieht mit dem dicken Aufsatz. Also beim dicken Aufsatz merke ich sofort, dass das Long Barrel wahrscheinlich ein bisschen besser funktioniert. Und hier sieht man schon, wie schnell sich diese großen Wellen aushängen. Also das wird dann echt so eine Big Wave. Hier sieht man da auch nochmal einen schönen Durchmesser. Die ist wirklich schon ein bisschen lockerer als diese kleinen, die noch ein bisschen enger sind. Das heißt, ich tendiere eher dazu, wirklich gerne die kleinen einfach für den Kopf rundherum zu verwenden und die großen dann nur oben, weil da habe ich eine eigene Technik entwickelt, die ich eigentlich noch gar nicht auf YouTube gesehen habe. So, jetzt habe ich noch eine Strähne von quasi dieser Kopfseite und dann wechseln wir den Aufsatz in die andere Richtung. Also ich wechsle von dem hier nach rechts, nehme ich dann den linken und mache die ganze linke untere Seite fertig und das seht ihr jetzt im Zeitraffer. So, und damit ist jetzt mal der ganze Unterkopf durchgelockt. Jetzt lege ich mal alle Haare auf eine Seite. Ich bleibe nach wie vor, weil ich den Aufsatz ja schon drauf habe, einfach auf der rechten Seite, wo ich alles nach außen drehe und lege die da so her. Ich passe aber auf, dass sie wirklich so alle ein bisschen so wie ein Packen beieinander bleiben, weil gestylt werden sie eigentlich dann erst ganz zum Schluss. Die nächste Abtrennung, die ich mache, weil hier habe ich ja noch relativ viel Haar. Ich trenne auf jeden Fall mal wieder die Hälfte ab. Das heißt, ich brauche jetzt einmal so die ganze rechte Hälfte. Und dann habe ich noch eine Abtrennung hier, nämlich vor allem so den Oberkopf. Ich mache nämlich ganz zum Schluss die obere Reihe. Werdet ihr gleich sehen, warum. Und habe hier die ganze rechte Seite oben. Falls mir die teilweise noch zu nass sind, gehe ich noch mal kurz mit dem Föhnaufsatz drüber. Ich habe nämlich wirklich bemerkt, je trockener das Haar ist, umso schöner werden die Locken und umso länger halten sie danach auch. Das heißt, den Dyson Airwrap verwendet man wirklich nicht auf ganz nassen Haaren. Das funktioniert nicht. So, jetzt das Gleiche nochmal. Ich trenne mir wieder diese einzelnen Strähnen ab. Und wie ihr seht, hier habe ich dann wirklich die ganz langen Haare und das würde mit den kurzen Barrels einfach gar nicht mehr funktionieren. So, jetzt kommt die letzte oder die vorletzte Strähne und da habe ich einen ganz besonderen Tipp für euch. Und zwar die letzte Strähne, die so hier im Gesicht ist, trenne ich von der vorletzten Strähne ab. Das heißt, ich habe hier einmal noch so eine Gesichtssträhne und eine, die ich noch nach hinten locke, weil dann werde ich den Barrel für die andere Richtung verwenden, aber trotzdem die Gesichtssträhne nach innen locken. Wow! Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe einfach mit der Zeit und mit der Übung über die paar Monate herausgefunden, dass ich diesen nach innen Dreheffekt hier bei der letzten Strähne, dass es nochmal so ein schönes Volumen gibt. Und deswegen drehe ich hier die vorletzte nochmal nach außen. Dann wechsle ich den Barrel schon mal für die andere Seite. Und diese letzte Strähne hier ganz innen, die wickle ich nach innen. So, jetzt mache ich einfach mit der anderen Seite gleich weiter, weil ich ja schon den Aufsatz für das hier außen habe.
und dann kümmern wir uns um die letzten Strähnen. Und das erspare ich euch jetzt. Wir sehen uns gleich bei dem letzten Teil am Oberkopf. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die letzte Locke hier am Vorderkopf, also die ganz dicht ist, auch wieder nach innen gedreht. Schaut das ein bisschen witzig aus, aber ich schaue, dass alles einfach so schön kompakt sitzen bleibt. Und jetzt haben wir die letzten Strähnen, nämlich wirklich nur den Oberkopf. Und da verwende ich mal am Anfang die dicken Barrels. Und ich muss mir überlegen, in welche Richtung sich jetzt das Ganze drehen soll. Ich locke nämlich jetzt alles nach hinten, weil damit bekomme ich so ein wunderschönes Volumen und kann mir dann den Scheitel aussuchen, in welche Richtung die ganzen Haare fallen sollen. Und nehme mir mal hier die hinterste Strähne vom Hinterkopf, die wieder schön durchbürsten. Bei manchen YouTubern habe ich gesehen, die machen das gerne, den Oberkopf mit der Rundbürste, was natürlich auch geht. Ich finde es mit den Long Barrels aber sogar ziemlich praktisch. Und die halte ich so wie die anderen Strähnen jetzt einfach mal so nach oben glatt. Führe den Dyson Airwrap da drunter, dass er sich die Haare wieder von den Spitzen nehmen kann. Und schalte ihn wie gewohnt ein, 10 Sekunden warm, dann Cool Shot. Und wenn ich ihn jetzt ausgeschalten habe, dann ziehe ich den hier raus und schaue, dass diese Locke hier oben einfach so ein bisschen sitzen bleibt. Und das mache ich jetzt mit allen Passés, es sollten ungefähr noch 3 Passés sein, bis ich ganz vorne angekommen bin. Falls sie nicht halten wollen, klipse ich sie auch gerne da so kurz mal fest, dass die wirklich oben sitzen bleiben. Und jetzt habe ich hier diese letzte Strähne, quasi meine Stirnfransen. Und dafür wechsle ich jetzt wieder auf einen dünnen Barrel und einer, der nach innen dreht. Was hier bei der letzten Strähne auch noch wichtig ist, dass ich sie trotzdem nach oben hin einrollen lasse, dass ich hier im Ansatz diesen Lifting-Effekt habe und die Welle dann hier beginnt. Okay, auf jeden Fall halte ich wieder die Strähne in der Mitte und lasse sie jetzt so einrollen. So, das war die letzte Rolle. Das schaut jetzt super, super lustig aus. Aber ihr werdet es gleich sehen, was das jetzt für einen schönen Effekt macht. Wenn ich das jetzt nicht nach oben hingelockt hätte, dann würde entweder auf einer Seite oder auf einer anderen Seite, je nachdem, wo euer Scheitel ist, würde die Welle einfach ganz glatt sitzen und dann sich wellen. Und deswegen, ähnlich wie beim Friseur, da kriegt man auch, wenn man die Locken machen lässt mit diesen Heißwicklern zum Beispiel, kriegt man auch den Oberkopf einmal nach hinten in eine Richtung geföhnt und dann wird das Ganze aufgemacht und schaut einfach wunderschön aus und das machen wir jetzt. Und zwar verwende ich 2 Sachen, wenn ich die Haare jetzt aufmache bzw. style. Einmal mein absolutes Lieblingshaarspray von Elnett. Das ist der ganz klassische für starke Halt. Erstens liebe ich den Duft und zweitens ist es ohne Rückstände auszukämmen. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag eine andere Frisur haben möchte, dann klebt dieser Haarspray nicht. So, alle Haare einmal nach vorne, dann Spray von unten. So, dann bleibe ich gerne noch in dieser Position und mache die Locken langsam mit meinen Händen ein bisschen auf. Okay, okay. So, und jetzt brauche ich eigentlich keinen Kamm und nichts mehr, sondern ich nehme meine Finger und gehe damit einfach durch die Wellen durch und mache die so ein bisschen auf. Sieht man schon ganz gut, wie dieses große Volumen hier vorne ist. Manchmal gebe ich gerne noch ein bisschen Öl rein. Ich habe hier von Way so ein Haaröl. Nur so ein bisschen in die Spitzen und für ein bisschen Glanz, aber ansonsten ist das meine fertige Frisur mit dem Dyson Airwrap. Wenn ich jetzt nicht unbedingt dazu quatsche und alles einzeln erkläre, dauert mir diese Frisur vom nassen Zustand, also aus der Dusche raus, bis jetzt eine halbe Stunde. Und das finde ich halt für diesen Effekt einfach mega. Ich habe immer schon sehr, sehr gerne meine Haare einfach gestylt. Am liebsten habe ich mir große Locken mit dem Glätteisen gemacht.
Aber gerade bei blondierten Haaren oder generell für das Haar ist halt diese übermäßige Hitze so furchtbar schlecht. Und mit dem Dyson Airwrap habe ich das einfach nicht mehr. Ich trockne das Haar schonend, ich locke das Haar schonend. Und für mich schaut diese Frisur einfach so perfekt geföhnt aus, wie wenn ich beim Friseur gewesen wäre. Und für diesen Effekt hat sich jetzt einfach nach diesen, ja, fast 3 Monaten, was ich den Dyson Airwrap jetzt schon verwende, hat es sich für mich absolut gelohnt und ausgezahlt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die anderen Aufsätze vom Dyson Airwrap greife ich einfach so gut wie nie an. Hin und wieder, dass ich mal die Rundbürste verwende, wenn ich nur glatte Haare haben möchte und vielleicht, dass ich nur die Spitzen ein bisschen rausdrehe. Aber im Grunde, seit ich den Dyson Airwrap habe und wenn ich Haare wasche, dann mache ich mir immer diese Frisur. Weil ich ganz genau weiß, dass das einfach dann ein paar Tage so hält, dass die Haare immer super, super fluffig sind, voluminös aussehen. Somit kann ich sagen, ja, für mich hat es sich ausgezahlt. Es ist ein Ding, mit dem man wirklich lange üben muss und sich wirklich viel damit beschäftigen muss, bis man wirklich so seine Routine damit gefunden hat. Es könnte definitiv ein bisschen günstiger sein. Also ich glaube, 300 Euro hätten für das Ding auch gereicht. Und dann könnten mehr Leute noch Spaß haben damit. Also da bin ich wirklich, von dem Preispunkt her, bin ich echt... Dyson, das ist echt, echt richtig fies von euch. Ich liebe ihn, ich möchte ihn nicht mehr hergeben. Ich verwende ihn eigentlich fast jeden Tag. Also nicht nur, wenn ich aus der Dusche komme, sondern selbst wenn ich am zweiten Tag die Locken ein bisschen auffrischen möchte, verwende ich den auch. Ich hoffe, für euch war dieses Video ein bisschen hilfreich, wenn ihr viel stöbert und euch verschiedenste Videos anseht, falls ihr dadurch auf meinen Kanal gekommen seid und mir noch nicht folgt. Dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, weil auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Make-up und Beauty, Reviews, Hauls und Tutorials. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir die unbedingt unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!